Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Back to the Future. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, sind wir im letzten Part mal wieder zurückgereist. Wir haben die zweite Episode begonnen dieses Spiels, da unsere eigene Existenz bedroht ist. Denn der liebe Artie wurde etwas Das in wird den die Mangel. poppigste Bar in ganz Hill Valley. Das wird die einzige Bar in Hill Valley. Oh, richtig. Lustig, wie die Konkurrenz irgendwie, Ist ausgestorben. Ja, also wie gesagt, Artie wurde gefangen genommen von Kit Tennen und seinen treuen Untertanen, wenn auch nicht ganz so cleveren Untertanen, möchte ich hinzufügen. Und wir werden jetzt versuchen, hier Artie zu helfen, zu befreien, wie auch immer. Und genau da werden wir jetzt auch weitermachen. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit Back to the Future und weiter geht's. So, wir haben uns hier in diese Bar geschlichen oder in diese kommende Bar. Glaubst du, wir kriegen den Siebenschläfer dazu, im Schlaf zu reden? Hey, ich habe einmal im Schlaf geredet. Darum bin ich jetzt mit Mildred verheiratet. Erinnere mich daran, dich später im Schlaf zu ohrfeigen. Okay. So, und jetzt gucken wir uns hier mal um. Wir sind eben in diese Bar geschlichen, beziehungsweise zukünftige Bar, und werden jetzt versuchen, unserem Arti zu helfen. Was haben wir denn hier? Hatzi! Aha, okay. Zane scheint ein, ja, durchaus begabter Künstler zu sein, allerdings zurzeit erkältet, wie es scheint. Gut, siehe den Schalter. Benutze die Pfeiltaste oder klicke und bewege die Maus, um dich umzuschauen. Hier haben wir Q-Ball. Das ist doch der aus der Suppenküche, ne? Was haben wir hier? Nichts. Tinte? Das kann ich nicht nehmen. Dann wirst du sehen, dass etwas nicht stimmt. Macht Sinn, ja. Chloroform. Na, das können wir doch sicher nehmen, oder? Kein Wunder, dass Artie neben der Kappe ist. Zane, wie steht's mit Trixies Plakat? Sieh es dir an. Edel. Aber ihr Schönheitsfleck ist auf der anderen Wange. Tja, dumm gelaufen, Zane. Gucken wir mal, ob wir mit Q-Ball interagieren können. Aber warum, wie sollten wir können? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht schlecht. Und da ist auch unser Arti. Ja, dachte ich. Spiegelei und Rosinenbrot. Klei. Na, großartig. Komm schon, Arti. Du verschläfst dein Leben. Im wahrsten Sinne. Ja, gut, okay, also die dürften Artie McFly doch gut betäubt haben. Und ich frage mich, was wir jetzt hier machen können, müssen, dürfen, sollen. Sonst haben wir hier nichts, oder? Sein. Hatzi! Ja, der scheint tatsächlich erkältet zu sein. Puh. Wie kriege ich jetzt. Glaubst du, wir kriegen den Siebenschläfer dazu, im Schlaf zu reden? Hey, ich habe einmal im Schlaf geredet. Darum bin ich jetzt mit Mildred verheiratet. Erinnere mich daran, dich später im Schlaf zu ohrfeigen. Ja, das hatten wir schon. Okay, hier hat es noch ein Papierblatt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wortspiele? Aha. Kann ich das. Darf ich das nochmal sehen? Das wäre sehr schön. Nein, Quatsch. Schon wieder eine Weile her, dass ich das Ding gezockt habe. Was sagt man dazu? Dazulernen kann man immer. Weißt du, wen ich gefressen habe? Habenichtse und Rumtreiber. Denkst du wirklich, ich lasse dich durch? Durchquetschen möchte ich mich nicht. Was zum Henker? Okay, sagt mir jetzt nicht Kriege wirklich viel. Trixies Nase noch nicht hin. Zane scheint erkältet zu sein. Ich frage mich gerade. Die Tinte kann ich nicht nehmen. Aber ich habe ja auch noch. Habe ich. Genau, ich habe hier Chloroform. Hier ist wohl nicht mehr viel drin. Reicht wohl gerade mal, um einen K.O. zu kriegen. Aha.
Wenn ich das nochmal versuche, werde ich sicher erwischt. Komm schon, Arti. Hm. Du verschläfst dein Leben. Im wahrsten Sinne. Soll ich die Flasche werfen? Das würde ja auch keinen Sinn machen. Für Chloroform ist er da drüben einfach zu weit weg. Gut, dann kann sie eigentlich nur Zane sein. Oh, nee, oder? Moment. Okay, das würde mich wundern, wenn das funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Okay. Hey Jungs, ich fühle mich nicht. Zane, wach auf, du fauler Sack. Muss der Schnupfen gewesen sein. Schwachsinn. Er hat sich an den Vorräten bedient. Die Vorräte. Ein Hohlkopf ist K.O., bleiben noch zwei. Sollte Kid nicht schon zurück sein? Wie lange braucht er, um nebenan einen Gefangenen rauszuholen? Hast du nicht gehört? Planänder. Trixie Trotter, weltberühmte Chanteuse. Ich hab noch nie von ihr gehört. Oh, Chanteuse. Puh. Was zum Geier könnte ich jetzt hier noch machen? Matches. Na los, Arti. Oh. Ich muss die Kerle loswerden, bevor Arti aufwacht. Der dürfte noch länger nicht aufwachen. Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit mögen das neue Dekor. Schlaf schön, Hohlkopf. Er ist ein guter Künstler, aber er verträgt wohl kein Chloroform. Ja gut, das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Ich kann ja auch gar nicht weg. Was habe ich denn hier? Was ist das denn? Ein Panikknopf? Hä? Oh, Moment, hier hat es noch ein Schild. El Kid. Okay. Ach, und ein Schildschalter. Kann ich da ran? Autsch! Gute Nacht. Was zur... Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Dann geh hoch zur Suppenküche und hol eine neue. Warum ich? Willst du hierbleiben und mit diesem Typen reden? Ach, denn das ist so schön. Ja, ich hol dann mal die Sicherung. Aha. Sehr schön. Das heißt, Nummer 2 wäre eigentlich jetzt auch aus dem Gefecht. Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Beziehungsweise weg zumindest. Und jetzt werde ich mir diesen Panikknopf... Was ist ein Panikknopf? Ach, ja, ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, den einen oder anderen Western habe ich auch gesehen. Oder modernen Western. Und hier mit Spielcasinos, die plötzlich in... wie soll ich es erklären? Ah, ich drücke jetzt den Knopf, weil wahrscheinlich ist das sogar wirklich so ein Knopf. Mal gucken. Ja. Genau das dachte ich mir. Hey, hol mich hier raus! Ah, verdammt, der kommt doch wieder zurück. Ah, shit. Habe ich die Chloroformflasche noch? Ja, die habe ich tatsächlich noch. Gut, dann muss ich eigentlich Q-Ball jetzt nochmal wegschicken. Das wird die bombigste Bar in ganz Hill Valley. Das wird die einzige Bar in Hill Valley. Oh, richtig. Ja, dachte ich. Lustig, wie die Konkurrenz irgendwie... ist ausgestorben. Wieso kann ich jetzt hier diesen... Ah, okay. Schon wieder? War wohl eine kaputte Sicherung. Dann geh und hol eine, die nicht kaputt ist. Weißt du, manche Leute sagen wenigstens ab und zu mal bitte. Grafikfehler? FTW? So, jetzt habe ich... Eine Idee habe ich jetzt noch. Komm schon, Arti. Mit der Chloroformflasche. Mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre natürlich wünschenswert. So, jetzt geben wir mal die Flasche und dann gucken wir doch mal, ob wir nicht... Oh Gott.
Verdammt! Aha! Du strapazierst meine Geduld. Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. McDermott's kanadischer Whisky. Ja, eigentlich hatte ich das mit der Chloroformflasche vor. Allerdings brauche ich wohl eine spezielle Flasche, was mich zwar gerade etwas verwundert, aber gut. Dann drücken wir doch das Knöpfchen hier nochmal, bevor Q-Ball wieder zurückkommt. Auch überhaupt nicht verdächtig und so. So, und jetzt hoffe ich doch, dass das so funktioniert, wie ich mir das mit der Chloroformflasche schon vorgestellt habe. In die Fresse. Hey, du. Warte, kenne ich dich? Seit etwa 40 Jahren nicht mehr. Ist da jemand? Alles dreht sich. Los, Arti, verschwinden wir von hier, bevor diese Kerle dich noch umbringen. Wart mal. Die wollten mich töten? Großartig. Das ist nicht witzig, Jungs. Ja, was ein Glück haben wir Q-Ball ausgesperrt. Perfektes Timing. Halt durch, Grandpa. Wir müssen noch jemanden abholen. Hä? Kommen Sie mit? Ich dachte, du fragst nie. Was macht der denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Verdammter. Dann brachte ich Arti zum DeLorean und kam zurück, um sie zu holen. Faszinierend! Dann können wir jetzt nach Hause, richtig? Noch nicht! Wir müssen uns noch um dieses Problem kümmern. Nein, lass mich in Ruhe. Er kommt zu sich. Seid also bitte vorsichtig. Hill Valley ist für dich nicht sicher, solange Kit Tennen auf freiem Fuß ist. Keine Sorge, ich gehe weit weg von Hill Valley und werde nie wiederkommen. Nein! Er wird sich mit Grandma einlassen. Wie heißt sie? Sylvia. Kennst du eine Frau namens Sylvia? Nein. Aber sie kennt dich, wird dich kennen. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch kennenlernt. Ah, ich verstehe. Ich soll also bei einer verdeckten Geheimmission helfen? Möglich. Ja. Seid ihr von der Regierung? Aha. Sowas in der Art. Klar. Für Onkel Sam mache ich alles. Ich bleibe in der Nähe und warte auf diese Sylvia. Bis dahin halte ich mich bedeckt. Gut so. Wann werde ich dich wieder sehen? Das war wirklich knapp. Wird er das überstehen? Du verschwindest nicht, oder? Außerdem ist Arthur ab dem 25. August völlig außer Gefahr. 25. August? An diesem Tag kommt Kit Tennen endlich hinter Gitter. Was macht das Bild von deinem Dad? Noch da. Gut, lass uns hier verschwinden, bevor wir versehentlich Hoover wieder wählen. Ja, Mission erfüllt, würde ich sagen. Weil das kann jetzt nicht das zweite Kapitel gewesen sein, das gibt's doch nicht, oder? Das wären jetzt mal zwei Parts gewesen. Sieht alles in Ordnung aus. Sicher? Wir könnten eine Runde über den Rathausplatz drehen und uns überzeugen, dass Hill Valley noch genauso ist wie vorher. Es ist sicher alles okay. Sieh nur, McFly anwesend. Also... Wollen Sie für eine Weile reinkommen? Dad soll selbst sehen, dass Sie noch da sind. Würde ich ja, Marty, aber... Sie müssen gehen. Ich verstehe das, Doc. Sie haben Ihr eigenes Leben. Sie müssen Ihre Kinder großziehen und so. Nein, ich muss zur Bank und den Verkauf stoppen, von dem du mir erzählt hast. Oh. Finde deinen Paps. Ich bin in weniger als einer Stunde zurück. Bis bald, Doc.
Auto. Ja, wir sind wieder zurück in der Gegenwart. Ja, genau. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier mal einen Cut zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob hier wirklich alles so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Irgendwie habe ich so meine leichten Zweifel, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren oder mich auch gerne überraschen. Und ja, bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Part und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder begleitet, wenn es heißt Let's Play Back to the Future. Und bis dahin wünsche ich euch wie gehabt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.